Willkommen und willkommen zurück. Wir stellen uns wieder vor, wir sind in der mündlichen Prüfung und der Prüfer hat uns gerade gefragt, sagen Sie mal, ist es denn möglich, etwas an die Aktionäre auszuschütten, wenn man einen Jahresfehlbetrag im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielt hat? Und lassen Sie mich kurz die wesentlichen Gedanken aufgreifen. Wir haben gesehen, der Bilanzgewinn ist, wenn er an die Aktionäre verschickt ist, nichts anderes als die Dividende. Ja, solange das im Unternehmen noch geballt in einem Buchungsposten da steht, nennt man es Bilanzgewinn. Wenn es an die Aktionäre geht, heißt es bei den Aktionären, wenn es dort ankommt, heißt es Dividende. Und der Jahresfehlbetrag ist die Konstellation, dass die Erträge niedriger sind als die Aufwendungen. Das heißt, wir haben hier Erträge und wir haben Aufwände, und ich habe es mit zwei unterschiedlichen Schriftgrößen sozusagen gemacht. Das heißt, die Aufwände sind größer als die Erträge. Nehmen wir an, die Erträge sind 150, die Aufwände sind aber 170. In dem Fall haben wir minus 20 und das ist unser Jahresfehlbetrag. Ja, die Einheit eher ist Euro oder Dollar, ist im Prinzip völlig egal. Also eine Geldgröße auf jeden Fall. Erträge 150, Aufwände 170. Die Aufwände sind größer als die Erträge. Das heißt, der Wertezuwachssaldo ist negativ. In Geld bewertet haben wir also Werte verzehrt. Ja, im Saldo haben wir einen Werteverzehrsaldo. Der Jahresfehlbetrag ist ein Werteverzehrsaldo. Ja, Erträge sind Wertezuwächse, Aufwendungen sind Werteverzehre. Im Saldo haben wir einen Werteverzehr, nämlich mehr Aufwendung als Erträge. So, das heißt, wir starten jetzt mit minus 20 und wollen aber trotzdem an die Aktionäre etwas ausschütten. Minus 20 ist unser Jahresfehlbetrag. Jetzt habe ich gesagt, man kommt vom Jahresüberschuss respektive Jahresfehlbetrag zum Bilanzgewinn im Wesentlichen über zwei Posten. Das ist einmal, dass wir die Vorträge aus dem Vorjahr uns anschauen oder aus Vorjahren. Und da gibt es Gewinnvortrag. Und es gibt Verlustvortrag oder Vorträge. So, und das verrechnen wir mit dieser Größe, sodass wir jetzt schon an dieser Stelle sehen können, wenn wir einen Gewinnvortrag aus dem Vorjahr oder den Vorjahren haben, der größer ist als minus 20, sagen wir 30, könnten wir 10 Euro an die Aktionäre ausschütten. Also eine Möglichkeit, eine denkbare Antwort auf die Frage des Prüfers, sagen Sie mal, kann ich auch an die Aktionäre was ausschütten, wenn ich einen Jahresfehlbetrag habe, ist ja, wenn ich einen Gewinnvortrag aus Vorjahren habe. Wunderbar, sagt der Prüfer. Ja, er sieht an dieser Stelle, dass Sie dieses Schema hier sozusagen vor Ihrem geistigen Auge haben. Wunderbar. Gibt es noch eine zweite Möglichkeit? Ja, zweite Möglichkeit hat zu tun mit Rücklagen. Und bei den Rücklagen gibt es die Möglichkeit der Einstellung. Man nennt das auch Dotierung, ist das Gleiche. Wir dotieren die Rücklagen, heißt, wir stellen etwas in die Rücklagen ein oder der Entnahme. So, und auch hier, Einstellung und Rücklagen bringen nichts, ne? Geht auch gar nicht. Aber Entnahme aus den Rücklagen. Wenn ich minus 20 habe und ich kann, weil ich vorher Rücklagen gebildet habe, 30 oder 40 aus den Rücklagen entnehmen, komme ich auf einen positiven Betrag von plus 10 oder plus 20 und das wäre dann ein positiver Betrag und damit habe ich einen Bilanzgewinn. Also zwei Möglichkeiten, der Prüfer fragt, sagen Sie mal, kann ich eine Dividende ausschütten, wenn ich Jahresfehlbetrag habe? Eine Antwort ja. Wenn ich einen entsprechend großen Gewinnvortrag aus Vorjahren habe oder aus dem Vorjahr, den Vorjahren, oder wenn ich entsprechend aus den Rücklagen entnehmen kann, dann kann ich diesen negativen Betrag hier
überkompensieren, sodass ich hier dann einen positiven Betrag habe, dass ich also tatsächlich einen Bilanzgewinn habe und den kann ich dann ausschütten an die Aktionäre. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.